Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um diese Dame hier, Frau Ludowig. Hat sich verändert in den letzten 14 Jahren? Ja, ich glaube schon. Und das Spannende ist, ich habe noch jemanden mitgebracht, unsere Hydra Facial. In den sozialen Medien ist gestanden, dass das Hydra Facial quasi der Grund dafür war, warum sie jetzt so ausschaut. Und das ist, glaube ich, ziemlich falsch. Hydra Facial ist ein Gerät, das wir schon seit, glaube ich, fast 10 Jahren bei uns in der Ordination haben. Und Hydra Facial ist eine ganz tolle Behandlung, um die Gesichtshaut zu reinigen. Das bringt weder Volumen rein noch sonst etwas. Man kann die Oberfläche reinigen, ein bisschen verbessern. Aber es ist keine Zaubermaschine, sondern es ist etwas, was man zwischen Behandlungen macht und was sicherlich nicht dazu führt, dass die gute Frau so ausschaut. Und das ist ja schon eine gewaltige Veränderung jetzt in den letzten 14 Jahren. Und sie ist und war immer eine super Moderatorin, auch super hübsch, ein bisschen älter geworden. Und ich glaube, dass es eben gerade durch den Wechsel eine ganz massive Änderung im weiblichen Körper gibt, die auch mit Volumen zu tun hat. Fettgewebe verändert sich. Und oft ist dann dieser schnelle Fall, dass man versucht, mit Volumen etwas wieder gut zu machen. Und das ist in meinen Augen eigentlich ein schwerer Fehler. Denn was wir bei ihr sehen, ist, dass dieses Volumenproblem eigentlich das Ganze nur schlimmer gemacht hat. Schlimmer gemacht heißt, dass die Wangen einfach größer geworden sind und das ist nicht zum Vorteil gegangen, sondern sie schaut auch unnatürlich aus. Und dieses unnatürlich Ausschauen möchte ich heute ein bisschen erklären. Der eine oder andere hat sicherlich schon das Video gesehen, wo ich über dieses sogenannte Transverse Facial Septum gesprochen habe. Das habt ihr sicher schon gesehen. Ich blende auch dann gleich eine Grafik ein. Es geht um einen Bandapparat, den es im Gesicht gibt, der eben dazu führt, dass beim Lachen Gewebe sich verlagert. Ich blende mich mal nochmal kurz aus und zeige die liebe Hanna, die sich da zur Verfügung gestellt hat. Und wir haben quasi dieses Transverse Facial Septum eingezeichnet. Das ist ein Bandapparat, der auch sehr schön in Studien beschrieben wurde und der so funktioniert, dass zwischen den Fettgewebssepten quasi so eine Bindegewebsschicht ist, die beim Lachen nach oben gebracht wird. Und auch wenn man quasi einen Menschen anschaut, der wenig oder nicht unterspritzt wurde, das ist noch ein Geheimnis, dann ist beim Lachen so, dass wir uns immer das Gewebe nach oben geschoben wird. Und das ist auch das, was wir in dieser Grafik, oder das ist eigentlich keine Grafik, sondern eine Fotomontage oder ein Foto, wo die Hanna einmal lacht und einmal nicht lacht, zeigen wollen. Wenn ich lache, wird dieses Septum gespannt und durch das Spannen wird Gewebe, das natürlicherweise gar nicht so stark auftragt, dann noch weiter nach oben geschoben. Und das macht natürlich ein Problem. Und dieses Problem sehen wir quasi sowohl in der, ich gehe nochmal zurück zur ersten Aufnahme, in dieser ersten Aufnahme. Sie lacht hier leicht und sie hat dieses Septum ist hier sicherlich bei ihr gespannt. Und durch dieses Spannen, das ist sicherlich hier auch der Fall, passiert im Folgenden, dass hier mehr Volumen ins Mittelgesicht hinaufgeschoben wird. Und wie schon so oft gesagt, ist eben das Mittelgesicht nicht unbedingt der Bereich, den ich jetzt massiv unterspritzen muss. Bei der Hanna hätten wir es so nicht machen müssen. Aber wir sehen auch bei der Hanna, dass sie eigentlich hier vielleicht gar nicht so viel Volumen hat, dass aber massiv steigt, wenn sie lacht. Und bei vielen Stars ist genau das eigentlich das Problem, dass unnatürliches Volumen entsteht und auch die Lippe ist größer geworden und auch die Wangen haben quasi Volumen dazu bekommen, Volumen, das einfach natürlich verloren geht. Und 1000 Mal habe ich schon erklärt, dass es eben eine Bandverbindung gibt, die hier nach unten geht und alles, was sich hier vorne einzahlt, ist nicht gut, weil es macht genau diese Wangen. Alles, was ich hier hinten einzahle an Volumen, das erzeugt in gewisser Art und Weise einen Lifting-Effekt. Und auch der ist natürlich begrenzt. Aber bei wem immer sie war, und das war wie gesagt sicherlich nicht das Hydra Facial, war der schwere Fehler, dass einfach hier im Mittelgesicht viel zu viel Volumen eingefügt wurde. Sie hat in meinen Augen auch einmal die Lippe vergrößert, die Lippe einerseits geschminkt. Ich weiß gar nicht, ob die so wahnsinnig aufgespritzt wurde, sondern sie ist einfach ein bisschen über das natürliche Lippenrot hinaus geschminkt, wenn man da genau schaut. Und sie schaut vielleicht in meinen Augen fast ein bisschen zu groß aus. Ich finde, wenn die Lippen kleiner sind, das eigentlich sehr, sehr schön und man sollte das schon ja nicht irgendwie übertreiben. Oberlidstraffung unterschreibe ich übrigens nicht. Das ist auch etwas, was in den sozialen Medien gesprochen wurde, weil der Liddeckel war damals sehr frei und der Liddeckel ist heute sehr frei. Und wenn es eine Oberlidstraffung war, dann, liebe Frauke, warst du bei dem Richtigen, weil das schaut extrem gut aus und eben nicht unnatürlich. Im Reality-Check, das sind übrigens die Bilder, die wir auch auf ihrem Instagram-Kanal gefunden haben. Ich habe das Reel übrigens nicht mehr gefunden, das angeblich in einem Link auch zu finden ist. Vielleicht posten wir den Link unten rein, wo man noch quasi das Video sieht, dass sie beim Hydra Facial so sagt, ich habe ein Hydra Facial gemacht und so weiter.
Aber was man eben sieht in der ungeschminkten Wahrheit in meinen Augen, dass sie eine Oberlidstraffung vielleicht nicht hatte oder die schon ein bisschen her ist oder vielleicht kann man in ein paar Jahren, wenn man will, dann noch etwas verbessern, muss man nicht. Ich sage immer, dass man eine Oberlidstraffung dann macht, wenn das Lid beginnt, am Wimpernkranz aufzuliegen, und das ist bei ihr definitiv noch nicht der Fall auf dem Foto, wenn du genau schaust, ist das nicht der Fall und deswegen ist es keine Oberlidstraffung, aber definitiv hat sie im Lachen hier zu viel Volumen. Transverse Facial Septum bringt uns das Gewebe rauf und wie gesagt, bitte aufhören, einfach nur das Mittelgesicht zu unterspritzen, das ist in Wahrheit einfach falsch. Sie schaut auf beiden Fotos sehr zufrieden und glücklich aus. Das ist immer das Schönste, so etwas zu sehen, weil es, glaube ich, ziemlich wurscht ist, ob wir Falten bekommen oder keine Falten bekommen oder ein bisschen älter ausschauen, alt werden oder alt ausschauen, gehört leider dazu. Passiert jedem, passiert mir auch. Das ist nun mal so und ich glaube, wir sollten es einfach nicht übertreiben. Das ist das Wichtige und auch wenn wir vor der Kamera stehen, sollten wir es auch nicht übertreiben und uns vielleicht nicht zu oft anschauen. Hat sich in den Gesichtsformen was verändert? Das kennt ihr eh, diese Aufzeichnungen. Gar nicht so sehr in der Breite des Gesichts, also die Gesichtsform, die äußere zeigt ja quasi die Breite des Gesichts, aber was wir eben sehen, und ich höre es mich dann auf, mich zu wiederholen, ist eben diese Mittelgesichtsvolumenzunahme, die ist mittelgut, sage ich mal, und die sollte man, wenn du dich unterspritzen lässt, bitte zu jemandem gehen, der nicht nur gelernt hat, den CK1 oder CK2 irgendwelche Idiotenpunkte zu spritzen und dort quasi Filler hineinzujagen, schon gar nicht mit der Nadel, weil das ein wichtiges Gefäß und so weiter und so fort. Auch in unserer Filler Academy im F3-Kurs zeigen wir eben das Wichtige, die theoretische Herangehensweise. In einer Ausbildung zum Filler- und Botulinumtoxin-Spritzen lernt man nicht das Spritzen, sondern bei wem man was nicht spritzt und bei wem man etwas spritzt. Das ist eigentlich viel wichtiger, weil ich sage immer, die Behandlung des Filler-Initiierens, das kann man jemandem in 14 Tagen beibringen, aber eben zu erkennen, was macht man, bei wem macht man das nicht und auch Komplikationen zu erkennen und die Anatomie zu lernen, das dauert eben schon mehr als einen Wochenendkurs und das versuchen wir in der Filler Academy zu vermitteln, damit eben das nicht passiert. Und deswegen vielleicht halt jemanden suchen, der sich ein bisschen damit auskennt. Ich hoffe, es hat gefallen. Ich finde die Frauke nach wie vor cool. Ein bisschen zu viel im Mittelgesicht. Vielleicht lässt das ein bisschen nach. Hyaluronsäure geht ja nicht immer komplett weg. Man könnte auch dem nachhelfen, aber das ist mir ein bisschen zu viel. Meine persönliche Meinung. Kein Urteil über einen Star. Aber ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn es dir gefallen hat, dann bitte, ich muss dir immer hinzeigen, dann subscribe gerne bei unserem Kanal. Wir bringen regelmäßig Videos zu Unterspritzungen, zu Stars. Ich hoffe, es interessiert dich. Und wenn du Kommentare dazu hast, bitte gerne hinterlassen. Wir arbeiten wie die Wilden, die alle zu beantworten und hoffen, dass wir bald alle haben. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Ciao und Baba.